Hey, liebe Plattenfreunde, hier Guidos Plattenkiste. Heute Folge Nummer 109. Wir kommen stramm der 110 entgegen. Und das ist heute ein super Special, weil ich habe hier meine Stimme. Das haut so richtig rein. Ich fühle mich so ein bisschen wie Isaac Hayes oder beziehungsweise hier auch von Barry White. Ne? Alle schmilzt so dahin, wenn ich ein Eis bestelle. So hier, hallo, gib mir mal ein Stück Schokoladeneis. Die drehen alle durch, wenn ich so momentan rede. Und lechzen nur nach mir. Ne? Das ist natürlich Quatsch, aber meine Stimme, ich würde sie gerne aufnehmen. Natürlich würde ich jetzt gerne singen und aufnehmen. Kann ich aber nicht, mal die kackt einmal andauernd ab. Und dann klingt das richtig kacke. Aber mein Kopf ist der Bass so tief und boah, das. Boah, und jetzt habt ihr natürlich die super Gelegenheit und kriegt hier diese Special-Folge mit meiner erotisierenden Stimme und meinen geilen Scheiben. So richtig geil ums Ohr gehauen. Und dementsprechend fange ich einfach mal an und ziehe mal hier einfach mal wieder aus dem Regal einfach raus und greife einfach mal hier gleich als allererstes rein. Und habe natürlich auch richtig geile Post-Punk-Rock-Göre hier aus dem Jahre, ich glaube, 81, Holly and the Italians. Und das ist auch das Debütalbum The Right to Be in Italian. Ne? Ist richtig cool, richtig cooler Post-Punk. War mal, glaube ich, Vorband von Blondie, wenn ich mich nicht täusche, die gute Holly. Und das rockt richtig geil los. Ne? Also eine geile, geile Scheibe, muss ich echt mal sagen. Interessante Musiker hat sich da auch am Start geholt. Ist, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie die Jungs alle heißen. Aber ist so die Letterman Showband. Ich weiß jetzt nicht, ob die wie Reihenfolge war, ob sie es erst waren oder danach geworden sind. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Weiß auch nicht so genau, wie viele Scheiben sie letzten Endes gemacht hat. Die gute Holly weiß nur, dass sie ziemlich geil losrockt. Und ja, da mehr kann ich auch nicht mehr dazu sagen jetzt momentan. Das Cover finde ich natürlich auch ziemlich cool, keine Frage. Holly and the Italians, the right to be an Italian. Bitte schön. Als erste Platte heute mit meiner Special Stimme. Ne? Ja. Ansonsten ziehe ich nochmal hier oben irgendwas raus. Und habe jetzt hier, ja, The Talking Heads, ne? David Byrne, Brian Eno und, wie heißt die gute nochmal? Tina Weymouth, ne? Tina Weymouth, ne? Weymouth, ne? Ja, das Ding hier ist, glaube ich, Naked, weiß ich gar nicht, kurz vor der Auflösung, vorletzte Scheibe oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Und die ist im Prinzip trotzdem. Trotz, dass eigentlich schon nicht mehr so die Talking Heads waren, wie wir sie alle geliebt oder kannten, da waren sie schon ein bisschen kommerzieller geworden. Es ist eine sehr interessante Scheibe, weil sie sehr viele afrikanische Einflüsse hat und auch vollgepackt ist mit Gastmusikern aus Afrika. Tina Weymouth hatte dann damals mit Chris, nee, auch nicht mehr, Chris Fraser, nee, Quatsch, wie heißt er? Ja, egal, die Tom Tom Club gegründet. David Byrne hat noch ein bisschen Solo weitergemacht. Brian Eno hat sowieso überall seine Finger drin gehabt. Also von der Seite her ist es dann nachher richtig weitergegangen. Und ja, die Scheibe an sich sonst ein gut produzierte Ding. Ich glaube, ist die letzte offizielle vor der offiziellen Bekanntgabe des Endes von Talking Heads 91, wenn ich mich nicht irgendwie täusche. Diese Scheibe ist von 89, 88 oder 89 oder so. Ja, letztes Mal schon, ich kann ja nicht mehr richtig gucken. Dafür kann ich geil sprechen. Jetzt übertreibe ich auch langsam ein bisschen. Da tut mir leid, dass ich damit so angeben muss, aber das macht mir so einen Spaß, diese Stimme in meiner Birne zu hören. Ne? Ja, schönes, schönes Ding hier. Wie gesagt, gute Talking Heads Platte. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was soll man da großartig zu sagen? David Byrne und Co. Bitte schön. Naked. Schönes Cover natürlich auch. Ne? Auch nicht drüber reden. Ne? I like the talking heads. Ne? Yes, man. So, und hier einmal hier oben nochmal rein. Ja, das ist ja richtig schrill jetzt hier. Ne? Spike Jones, Murder Them All and City Slickers. Ne? Wer kennt nicht Spike Jones? Ne? Der ist ja so durchgeknallt, der Typ. Ne? Also das eigentlich im Prinzip ist das ja so, wie soll man das denn wieder erklären? Das ist so, kennt ihr wahrscheinlich alle so Chaosmusik. Ne? Spike Jones ist ja derjenige gewesen, der sein Orchester nachher mit Pistole auch dirigiert hat. Da kann man hier auch wunderschön mal sehen, auf der einen Seite hat er seinen Taktstock gehabt, in der anderen Seite hat er die Pistole gehabt, die er auch durchaus mal öfters eingesetzt hat während des Orchesters. Und das ist so Chaos pur. Er ist ja ein fantastischer Musiker, das muss man ja noch mal einmal sagen. Also bekannt ist er natürlich geworden durch viele Comics,
Comicgeschichten und sowas, ne? Diese ganzen musikalischen Einflüsse oder beziehungsweise Sachen, die so in den Comic-Verfilmungen oder sonst irgendwie so, wo sowas gewesen ist, das war im Prinzip so als Spike Jones oder zumindest ist das ja die, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie diese Technik jetzt heißt, hat einen bestimmten Namen. Komme ich jetzt nicht mehr ganz so drauf. Das war eben halt viele Geräusche, eben halt nochmal neu. Also es gab alle Möglichkeiten, die es gab, so sogar weil man Kassetten immer wieder so loopmäßig zusammengebaut hatte und daraus eben halt arrangiert hatte und Chaosmusik veranstaltet hat. Ne? Ja, es ist nicht nur Chaos, es ist eigentlich im Prinzip richtig durchgeordnete Musik. Es sind nur verrückte Instrumente. Da sind dann irgendwelche Blechtöpfe und ich habe keine Ahnung. Es gab natürlich auch echte Orchester, Musiker dazu, also Instrumente dazwischen. Aber grundsätzlich hört man eigentlich alles andere, Autohupen und was nicht sonst noch alles. Ne? Das ist eine schöne Compilation hier auch noch, ein schönes Special eigentlich irgendwie so. Ein Sonderalbum nennt sich das hier alle. Murder Them All. Und hier hat natürlich auch, dafür war er auch berühmt, eben halt viele klassische Sachen für sich nochmal eben halt neu aufgenommen. Wie zum Beispiel halt Flight of the Bumblebee von Korsakow oder ihr Liebestraum von Liszt. Ne? Der hat Mozart-Sachen gemacht. Bizet hier, Carmen, ne? Also, ach Gott, der hat im Prinzip alle Sachen irgendwie nochmal neu mit seinem Orchester eingespielt und vertont, so würde ich das mal einfach irgendwie nennen. Ne? Ziemlich schrille Musik. Es ist Musik, auch wenn man es irgendwie auch so als Lärm bezeichnen könnte. Es ist Musik. Und es ist auch so schön, hier nochmal hinten drauf, ein Kritiker hat das Jones Ensemble für ein Metallwarenorchester mal irgendwie deklariert. Da sind eben halt Kuckucksuhren, Asch, Mülleimer, alles wurde da irgendwie benutzt, was in irgendeiner Form Musik machen kann. Das Interessante daran ist natürlich, dass jedes einzelne Tönlein, was dort irgendwie auch letzten Endes vorkommt, dennoch genau in der Tonlage gestimmt ist, wie es eigentlich auch sein sollte. Ne? Sehr interessante Musik, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ist keine leichte Kost, das ist eine andere Geschichte, aber interessant. Definitiv und muss auch eng sein. Ist, aus den 60er Jahren das gute Ding hier. Bin jetzt nicht ganz sicher, wann diese Scheibe rausgekommen ist. 73. Aber die Elemente, die hier drauf vertreten sind, sind definitiv, glaube ich, alle aus den 60ern. Spike Jones and his City Slickers. Bitteschön. Also auch eine sehr interessante Doppel-LP für damals 22 D-Mark zu haben. Ne? Also Wahnsinn. Ne? Warte mal, hier habt ihr gleich wieder zwei rausgezogen und zu einem natürlich hier meinen Special durchgeknallt ist. Das passt auch wunderbar zu Spike Jones, Frank Zappa. Ne? Ich glaube, Zappa war auch im Prinzip ein Freund oder ein Fan von Spike Jones. Weil er natürlich auch, also das hat er was ja auch nichts anderes gemacht, ne? Der hat ja auch Chaos produziert und hat das immer wieder in die richtigen Richtungen reingetrieben. Ne? Schöne Platte hier, Soon LU. Ich weiß nicht ganz genau, wann die jetzt wieder gemacht. Ich glaube, die 78, 76 hatte ich aber, glaube ich, schon mal, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, hatten schon mal zwei Scheiben von Zappa gehabt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Natürlich auch, also Zappa, ganz, ganz großer, 100, über 100, also 100 Schallplatten gemacht, der Mann. Ne? Wahnsinnige Musiker um sich gekarrt, ne? Ob das nun George Duke war, Terry Bozzio, Captain Beefheart war natürlich immer super. Ne? Steve Vai als Stunt-Gitarrist. Gott, ich kann die alle gar nicht mehr aufzählen, wer da irgendwie alles mit bei war. So. Und auch letzten Endes seine Mothers of Inventions oder das Zappa, die Zappa Band an sich ja auch immer wieder gewechselt und neu ins Leben gerufen mit neuen Musikern. Also Wahnsinn, das ist ein Wahnsinnsmusiker gewesen. Nicht nur, der hat ganze Orchestern gemacht, der hat ganze. Er war politisch aktiv, also ich kann von Zappa im Prinzip so viel erzählen. Bloß wenn man es immer machen muss, dann hängt man natürlich auch immer wieder drauf. Ne? Schöne Platte, wie gesagt, hier drauf. So da bekannteste Ding natürlich hier, The Torture Never Stops. Auch die gleichnamige Verfilmung des guten Films. Und es wurde ja auch letzten Endes immer ein, also The Torture Never Stops war, glaube ich, auch immer bei seinen Live-Shows ein Muss.
geile Platte. Ja, also Zappa sowieso. Das sollte man ja schon. Ne, ist klar. Bitteschön. Sud Elios heißt, glaube ich, so ähnliches wie Leck mir am Arsch oder das Kairo Rivar sein. Nee, was heißt das wieder? Irgendwie der letzte Mist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und Bob Marley and the Wailers. Entschuldigung. Confrontation. Confrontation ist auch eine sehr interessante Platte von Bob Marley, weil die ist im Endeffekt, ich glaube, ein, zwei Jahre, 83 rausgekommen. Und ich glaube, der gute Bob ist 81 gestorben. Also 2 Jahre nach seinem Tode erst von seiner Frau. Glaube ich, die hat das Ding nämlich produziert, wenn ich mich nicht täusche. Rita Marley, genau, rausgebracht. Ja. Auch Stücke, die vorher irgendwie überhaupt nicht existiert haben, überhaupt in dem Bob Marley Airport war, sind ja hier raufgenommen worden. Und zum Beispiel der größte Hit überhaupt von ihm, oder einer mit der größten Hits, Buffalo Soldier, hier mit auf der LP drauf. Ne? Ansonsten, Bob Marley hatten wir, glaube ich, ja auch schon endlos mal, ne? Der Rastafari-Mensch, ne? Mit den Wailer, mit Peter Tosh auch selber angeschossen. Peter Tosh ist erschossen worden. Stress gehabt ohne Ende. Also, und natürlich eigentlich der oder ja, die Stimme der Reggae-Bewegung, schlechthin Bob Marley, muss man ja schon letzten Endes so sagen. Ne? Geile Scheibe, Confrontation, Bob Marley and the Wailers, bitteschön. Freut mich auch immer wieder, das zu hören. Höre ich ganz besonders gerne, natürlich im Sommer. Da gehört ja, Bob Marley bzw. Reggae musician hin. Jetzt habe ich hier nochmal eine Gitarre, die Platte heißt so. Das ist auch ganz interessant. Das ist nämlich Las Guitarras del Sergio Eduardo Abreu. Ne, das ist Sergio und Eduardo Abreu. Das sind die beiden. Das sind Brüder gewesen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob sie Chilenen waren oder Spanier. Kann ich jetzt auch nicht so ganz schnell lesen, weil die Platte kommt nämlich tatsächlich hier aus Chile. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen irritiert, ob das jetzt, ich glaube, das waren natürlich Spanier. Und die haben natürlich auch ganz, ganz große Komponisten genommen, von Bach, Scarlatti, Telemann. De Falla, Rodrigo Scheidler, alles Mögliche genommen hier und Bach auch und habe ich glaube ich sogar schon gesagt und haben das natürlich mit ihren klassischen Konzertgitarren in einem wahnsinnigen professionellen Tempo vertont. Ich rede dummes Zeug, merke ich gerade wieder irgendwie. Ne? Tut mir leid, dass ich manchmal so eloquent rüberkommen will. Ist natürlich Sülzkram. Ich bin der Rock'n'Roller, ne? Aber da gehört auch mal eine schöne, geile, klassische Gitarrenplatte dazu, nämlich Las Guitarras de Sergio Eduardo Abreu. Bitte schön. Auch eine geile Nummer. Das kann man dazu nicht sagen. So, ich denke mir, vielleicht machen wir noch mal eine oder irgendwie sowas, aber dann ist auch Schluss für heute, ne? Weil meine Stimme versagt wieder ein bisschen mehr. Als letzte Platte hier, das passt auch wunderbar zu meiner Stimme heute, das ist ja super. Da möchte ich nämlich mitmachen. Und zwar die Swingle Sisters, es gar nicht Sisters, Singers, die Swingle Singers, Gettin' Romance. Die Swingle Singers ist auch eine super A Cappella-Truppe gewesen, die, ich glaube, schon ewige Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die das schon machen. Diese Scheibe selber ist auch, glaube ich, aus den 60er Jahren, kann ich jetzt, ja, 65 gemacht hier von Stern Musik, obwohl kann das irgendwie angehen, dass Stern 65 schon Schallplatten rausgebracht, kann ich jetzt auch so gar nicht ganz genau sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie in dieser Richtung so geht. Und die Swingle Sister Singers, mein Gott, ist eine ganz tolle Truppe. Das sind, glaube ich, 8, 16 verschiedene Menschen gewesen. Ich glaube, 6, 8 Damen und 8 Herren. Jeder Gesangesart, wollte ich gerade sagen. Und die haben nämlich zusammen dann hier in der sogenannten Scat-Technik heißt das genau, die wir auch von Ella Fitzgerald oder von
Louis Armstrong kennen und was weiß ich nicht, wen alles. Ne? Es gab ja auch mal den Scatman, ne? Das ist ja auch daher. Ne? Und das nennt man halt Scat und das war aber hier auch Al Jarreau, auch ein super Scat-Sänger, ne? Der eben so Instrumente mit ihrem Gesang, also jetzt nicht sinneshaft Texte singen, sondern Instrumente eben halt spielen. Ne? Und das natürlich auch jetzt hier, da gibt es von Bach, da gibt es auch von Mozart all mögliche Sachen. Und hier ist es eben halt Get in Romance, Kreativ, Beethoven, Chopin, Schumann, Mendelssohn, alle hier auch drauf, Schubert, die größten Hits. Und das ist auch ganz, ganz geil. Bekannt, oder ich sag mal so, in Deutschland nochmal wieder so ein bisschen bekannter geworden, sind die Swingle Sisters, Singers, mein Gott, ich habe immer diese Sisters, ne? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Swing Sisters gab es glaube ich mehr, deswegen verspreche ich mich an dran. Durch, war das noch? Neo Royal, ne? Böhmermann und Co., ne? Nee, das war nicht Neo Royal. Wie hieß denn das noch mit Böhmermann und wie hieß die Frau nochmal? Charlotte Roach. Charlotte Roach und Böhmermann, ne? Mit dem komischen Typ, der es immer noch angesagt hat. Da gab es immer die Swingle Sisters. Singers, meine Güte. Swingle Singers gab es da immer als Intro. Ja, geile Scheibe. Also, ja, was sonst? Ne? Guido hat geile Scheiben. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. So, hier Swingle Singers. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Die Swingle Singers nochmal. Aus der wunderschönen Stern-Musikreihe hier. Sogar in Mono abspielbar aus dem Hause Philips. Gute Platte, du echt. So, ja, ich würde sagen, wir verschonen uns jetzt mal alle wieder hier. Mein Gesang wird immer schlimmer. Oh Gott, ich weiß nicht aus. Wird immer schlimmer und meine Stimme lässt auch so ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer wieder. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen gleich frisch morgen oder übermorgen weiter und mal sehen, was das Ganze dann wieder so bringt. Na, okay, Leute, lasst es euch gut gehen und. Hört schöne Musik wie immer und lasst die Platte springen. Macht's gut. Ciao.